Hallo, meine Lieben, hier habe ich was sehr, sehr Interessantes für euch. Etwas sehr, sehr Interessantes. Sowas gibt es normalerweise weiter draußen bei Karagatschak oder Damlatasch. Aber in dem Fall haben wir es im Stadtteil Oba. Und wo liegt Oba? Ja, das klingt alles lustig, ich weiß. Oba, Uga, Duga, Aga, Ugu. Und Karakotschaeli. Wir haben sogar Chuplakle. Ein Dorf, das heißt Chuplakle, das bedeutet übersetzt, das sind die Nackten. Stell dir mal vor, ihr hättet so ein Dorf. Aber ich weiß ja, ich bin ja aus Bayern, aus Franken gewesen und wir hatten da Pissing und Fisting und Titting und lauter solche Dings. Ja, also ihr seht, Oba ist hier und Kestel ist hier. Das heißt, ihr seid viel näher Richtung Alanya. Übrigens ist vom Preis her, ich wollte ja mal ein Video machen von den Stadtteilen von Alanya. Ich habe da übrigens auf meiner Webseite Alanyas and Villas and Homes, könnt ihr hier den Link klicken in der Informationsseite. Dort habe ich einige Infos über die Stadtteile. Und je näher man hier zu dieser Halbinsel, wo die Burg ist, je näher man dort etwas hat, desto teurer wird es. Okay? Also alles, was man zum Beispiel woanders hat, kostet dort immer mehr, wenn nicht das Doppelte. Kommt auch natürlich auf die Aussicht an. Aber egal. Also alles, was gleichwertig ist und dort näher zu Alanya ist, ist teurer. Das kann euch jeder bestätigen. Warum? Weil dort alles gibt, was man braucht. Weil dort die Behörden sind, die Banken sind, die Geschäfte sind, vieles mehr. Und also wie ihr seht, hier, jetzt habe ich euch mal gezeigt, wo der Stadtteil Oba ist. Oba ist auch zwischen den Kleinbauern, ihren Gemüsegärten und Nähe des Berges, Nähe vom Berg. Hier seht ihr schon, diese Anlage ist der Hammer. Und der Preis ist der Hammer. 105.000 Euro bloß. Ja? 105.000 Euro und wir haben Hammam, wir haben Sauna, wir haben Fitnessbereich, wir haben diese schöne Poolanlage, also mega massig Zeug. Und jetzt schauen wir uns mal die Wohnung an. Hier haben wir den Balkon und wir haben zwei Terrassen. Ja, ja, wir haben zwei Terrassen. 127 Quadratmeter haben wir. Die Nebenkosten sind 500 türkische Lira im Monat. Das sind, ja, kannst sagen, aktuell ist der Kurs bei 9,5 irgendwas. Ja, ihr müsst einfach 500 Lira und den aktuellen Kurs nehmen. Ich will euch nichts Falsches sagen. Wenn ihr jetzt den aktuellen Kurs nehmt, dann seid ihr genau richtig. Ja, es ist eine Duplex-Wohnung. Hier das schöne Wohnzimmer, Parkettboden. Alles, was ihr hier seht, ist im Preis mit dabei. 105.000 Euro nur. Und 127 Quadratmeter. Und ich mag diese großen, gut gepolsterten Sofas, wo man richtig sich drauf regeln kann, finde ich toll. Und auch der Tisch ist massiver und die Küche schaut auch mal anders aus als sonst. Also wirklich top. Top. Und wenn man diese fetten Kissen da wegmacht, könnte man sogar drauf schlafen. So, meine Lieben, wer Lust hat, meldet sich. Und es sind zwei Bäder vorhanden. Wie gesagt, es ist eine Duplex-Wohnung und wir haben hier zwei Schlafzimmer. Ja, leider sind Duplex-Wohnungen nichts für Leute, die nicht Treppen steigen können. Und natürlich hat man Aufzug und so weiter, aber man kommt ja nicht ins eigene Schlafzimmer. Und hier haben wir die zwei Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Und das Star Wars-Plakat bleibt dran, habe ich gehört. Und hier haben wir das Hauptschlafzimmer mit der Terrasse. Die Möbel sind alle dabei. Hier habt ihr die Aussicht, ist das nicht geil? Pure Natur. Pure Natur. Tja, meine Lieben, also wer Lust hat, meldet sich für diese tolle Wohnung mit Waschmaschine, Spülmaschine, möbliert alles und Klimaanlage, alles schon dabei. Der Preis ist super, wirklich, der Preis ist super. Okay, soviel von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer Interesse hat, meldet sich. Wie gesagt, in dieser Anlage haben wir Cafés, Restaurants, Fitness, Hammam, Sauna, was aktuell wegen Corona-Maßnahmen nicht funktioniert, das könnt ihr vor Ort selber sehen.
Also meldet euch und ich zeige es euch gerne vor Ort. Mit eigenen Augen ist besser als Video oder Foto. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Das ist ein heißes Objekt. Nicht vergessen, die Lage ist auch sehr heiß. Ja? Die Lage ist super. Ihr seid praktisch näher dran als wie in Kestel. Und zum Strand, ja, wie weit haben wir es zum Strand? Ihr seht es ja selber, wenn wir hier Strand, müssen wir schon das Auto nehmen. Ja? Strand mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder halt mit zu Fuß, halt 30 Minuten zu Fuß. Manchmal ist es voll gut, wenn man ein bisschen zu Fuß laufen muss, denn dann ist man gezwungen. Zu Fuß laufen hilft gegen Rückenschmerzen. Zu Fuß laufen ist wirklich das Beste mit für den Körper und relaxed natürlich. Relaxed zu Fuß spazieren gehen, das ist gut. So, soviel von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Das ist ein heißes Teil, ich sag's euch.